Halli, hallo Leute und willkommen zu Prince of Persia, The Sands of Time. Drücken Sie Start. So, Freunde, es ist mein allererstes Projekt auf der Nintendo GameCube. Und mein erstes Let's Classic seit langem und natürlich auch der Beginn einer langen, langen Reihe von Let's Classics, weil ich habe vor, die gesamte Prince of Persia Reihe, jedenfalls die neue, jetzt auf dem Kanal zu bringen. Also Sands of Time, Warrior Within, The Two Thrones und Forgotten Sands ist, glaube ich, der letzte Teil für die Last-Gen-Konsolen. Prince of Persia, der geistige Vorgänger von Assassin's Creed, beziehungsweise der Assassin's Creed-Reihe, weil Assassin's Creed sollte ja ursprünglich in diesem Universum spielen. So, ich muss jetzt für mich jetzt aber erst nochmal gucken. Ah, Moment, da haben wir es doch. Weil es ist schon eine ganze Weile her, wo ich auf der GameCube gespielt habe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist extrem ungewohnt, diesen Controller wieder in der Hand zu haben, obwohl ich ihn ja eigentlich geliebt habe. Naja, okay. Also, ich würde sagen, es ist genug gelabert. Legen wir los mit einer Geschichte. Viele Leute denken, Zeit sei wie ein Fluss, der sanft und sicher in eine Richtung fließt. Ich aber habe das Antlitz der Zeit gesehen. Und ich sage euch, sie haben Unrecht. Zeit ist ein Ozean im Sturm. Ihr werdet fragen, wer ich bin und warum ich so spreche. Setzt euch, und ich erzähle euch ein Märchen, wie ihr es noch nie gehört habt. Zuerst wisset, dass ich der Sohn Sharamans bin, des mächtigen persischen Königs. Auf dem Weg nach Azad durchquerten wir mit einer Handvoll Männer Indien, wo die Hoffnung auf Ehre und Ruhm meinen Vater zu einem fatalen Fehler verleitete. Jetzt, mein Sohn! Ich hoffe, ihr erinnert euch eures Versprechens. Die Schatzkammer des Maharajas liegt dort. Ha! Seht, wie er reitet. Wie der Sohn eines Kriegers. Ihr glaubt, ich habe Mitleid verspürt, als ich die Zerstörung sah? Ich sei nachdenklich geworden, als ich merkte, wie schnell eine heile Welt in einen Albtraum verwandelt werden kann? Ihr irrt gewaltig. In diesem Moment hatte ich nur eines im Sinn. Ich wollte in meiner ersten Schlacht für meinen Vater Ruhm und Ehre. Ach Gott, ist das lange her. Meine guten Leute, erinnert ihr euch noch daran? Das Spiel wurde ja wirklich ausgezeichnet, weil es so wunderschön war. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe, aber es war gerade geil. Wow. Okay. Oh, das sieht schmerzhaft aus. So, Moment, mit A klettern. Der Wandler auf. Wow. Entschuldigung, der Wandler. Ah. Der Wandler auf. So, A zum Klettern. Z für die Ich-Perspektive. Okay.
Da kann ich mich umschauen. Sehr gut. Wow. Sehr cool. Oh, die Physik. Schaut euch nur den Vorhang an. Oh, wunderschön. Beautiful. So, die Weitwinkelsicht. Ah ja, genau. Aber ich muss jetzt wirklich sagen, es sieht immer noch, finde ich, gut aus. Oder was meint ihr? Ja, also der da ist auch völlig mitgerissen. Es gefällt ihm auch. So. B. Der Prinz ist sehr beeindruckt. So, er zum Blocken. Da. Oh, wie ich diese Musik vermisst habe, Leute. Ich bin sowieso ein großer Fan der Prince of Persia-Reihe. Ich finde es eigentlich schade, dass die Reihe inzwischen tot ist. Oh, wie episch. Das war natürlich von mir so gewollt. Ah. Das jetzt eher weniger, wenn ich ehrlich bin. So. Na dann schauen wir doch mal. Wasser. Nach Ruhm und Ehre strebten an diesem Tag viele Männer, um von ihrem König die Worte zu hören, die einst Chosrow zu Rustam sprach. Ihr seid der tapferste meiner Krieger. Doch als mein Schwert Blut kostete, wusste ich, nicht durch Töten würde ich die Anerkennung meines Vaters erlangen, sondern als der Mann, der zuerst die Schatzkammer des Maharajas findet. Eigentlich ist es traurig. Da unten oder überall tobt eine Schlacht und da sind zwei Stück, die tanzen einfach nur wild herum. Eigentlich ist es traurig. War das gerade der Williams-Schrei? Nein, das war er nicht. Der hört sich anders an. Wuhu! Oh Gott, wie ich den Wandlauf geliebt habe. Den haben wir versucht, in der Schule nachzustellen. Es war nicht sehr erfolgreich. Komm, riech an meine Achse. Ich werde die Klinge mit meinem Arm abfangen. Was ich ja damals schon so geil fand, ich habe hier, Moment, hier seht ihr es, eine passende Scheide für einen Dolch. Wieso trage ich als Prinz eine leere Dolchscheide mit mir herum? Das ist doch irgendwie traurig. Habe ich vielleicht nie einen Dolch vom Papa geschenkt bekommen? Trage ich diese Scheide vielleicht mit mir herum, um ihn daran zu erinnern, dass er mir mal einen Dolch schenken wollte? Ich weiß es nicht. Es macht mich eigentlich traurig und deswegen fange ich jetzt wieder an, irgendwas zu töten. Dieses Fass. Ja. Und wenn ein Fass stirbt, dann muss auch ein zweites sterben. Das weiß man einfach. Oha. Ach, wie böse ich wieder bin. Was für einen geilen Bart ich habe. So, spätestens hier sollte man die Parallelen zur Assassin's Creed-Reihe erkennen.
es reißt mich echt wieder total mit. Standardtaktik übrigens in antiken Kämpfen, über den Gegner springen und ihm eine verpassen. Das aber hat man damals einfach so gemacht, das war cool. Das war in. Jo. Ich will aber was trinken. Oh. Ich habe ja die Hoffnung, dass Ubisoft die Reihe irgendwann wiederbelebt. Nur bitte nicht so in dieser Cartoon-Grafik. Soll ich beim nächsten Mal von hier ab weiter erzählen? Ja, speichern wäre nicht schlecht. Mein Gott, Memory Card. Wie lange ist das her? Gott, ich werde wieder ganz ratig. Beim nächsten Mal fangen wir hier an. Oh, boah, geil. Ah, Mann. Upsa. Das war cool, aber nicht das, was ich wollte. Und dort lag er, außer Reichweite, der Dolch der Zeit. Eine würdige Trophäe für den Sieg in meiner ersten Schlacht. Wenn ich ihn doch nur erreichen könnte. Ja, dann sehen wir doch mal, ob wir dir den Gefallen tun können. Papi hat dir ja nicht den Dolch geschenkt, den du wolltest. Vielleicht können wir ja helfen. So, da. Nein! So, ich muss jetzt auch für mich ein bisschen gucken mit der Aufnahme, also wenn der Ton oder irgendetwas ein bisschen seltsam sein sollte. Also seltsamer als sonst, wie es bei mir halt ist. Ah, ich liebe diese automatischen Fallen. Normalerweise nehme ich von meiner Couch aus auf, jetzt zum allerersten Mal an meinem PC-Bildschirm. Also nicht am Laptop, sondern wirklich an einem PC-Bildschirm. Ja. Ist für mich ungewohnt, muss ich ehrlich sagen. Achso, jetzt bin ich nass, jetzt komme ich da nicht hoch. Das waren diese kleinen Details, die ich damals schon geliebt habe. Während man dann hier im Nassen steht, kann man sich dieses Sadomaso Bildchen ansehen. Sehr schön. Nein, Moment. Indien ist nicht das Land des Sadomasos. Verdammt, was haben die nochmal gemacht? Viagra? Nein, verdammt nochmal. Tai Chi? Verdammt, wie heißt dieses alte Pornoheftchen nochmal? Ich bin gerade ein bisschen entsetzt, dass mir der Name nicht mehr einfällt. Naja, wir sind der Prinz von Persien. Persien. Was brauche ich? Exotische Sexstellen. Ich bin exotic genug. So, merke, wackelnde Halterungen an der Wand fallen herunter. Das verarscht er mich. Meine Güte, dieses Grab hält tausende oder was weiß ich wie lange stand und jetzt fällt es auseinander. Mein Gott, die in Persien kannten halt keinen Weight Watchers. Oh. Das ist die Depression gewesen. Halt. So ist es nicht. Was? So ist das nicht passiert, lieber Prinz. Echt nicht. Ey, danke für den Tipp. So.
Falls ihr Geräusche in der Aufnahme sind, tut's mir leid. Mein Nachbar ist gerade dabei. Ich habe keine Ahnung, was er macht. Irgendwas mit den Möbeln. Tut das eigentlich nicht am Sack weh? Ich meine, hatten die damals Unterhosen? Das bimmelt und bommelt doch da alles in dieser Hose. Das muss doch wehtun, wenn ich da springe gegen so eine Säule. Das muss doch richtig dran klatschen. Oder ist da mein Bild von Persien ein bisschen verdreht? Mein Gott, diese Gedanken musste ich mir als Kind nicht machen. Kamasutra, das ist das Sexheftchen. Meine Güte. Au. Man könnte meinen, es wurde extra so gebaut, damit irgendein Schwachmat darauf herumklettern kann. Ja. Oh ja, genau diesen Sprung. Gott, hab ich den gehasst. Blitzer. Sand. Au. So, und jetzt wäre der Dolch mir heruntergefallen. Es war an der Zeit zu gehen. Sofort. Ja, keine Hektik. Keine Hektik. Das ist nur ein bisschen Bildschirm wackeln. So. Na, wisst ihr was? Das ist eine schöne Stelle, um die Folge zu beenden. Ich will euch aber gerade noch was zeigen. Schaut mal nach links. Bam. Das Wunder, ich kann immer nur, welches mir in der Schatzkammer des Maharajas zufällig widerfahren war, konnte ich nach Belieben auslösen. Mit einem kleinen Schalter am Schaft des Dolches konnte ich die Zeit zurückdrehen. Naja, beliebig oft kannst du das nicht machen. Da war links so eine Anzeige. Aber das werden wir in den nächsten Folgen ein bisschen mehr dazu erfahren. Jetzt erstmal, halt die Klappe, ich bin gerade am Erzählen. Jetzt erstmal vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, das ist jetzt ein Projekt, das euch gefallen wird. Also nochmal, ich mache jetzt wirklich die vier Teile, die um diesen Prinz gehen, hintereinander. Und andere Projekte werden gleichzeitig laufen. Also jetzt läuft erstmal Mario plus Rabbids Kingdom Battle, das läuft ja heute auch an. Ja, wie gesagt, diese Projekte werden gleichzeitig laufen. Eine Folge bei beiden Projekten am Tag. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen und ich hoffe natürlich, dass ihr auch bei den anderen Folgen mit dabei sein werdet. Also macht's gut, bis dann. Ciao.